Ja, einen herzlichen Dank und einen großen Applaus für die Flying Flames. So, dürfen wir unsere Bootfahrer bitten anzulegen? Danke. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, nun ist es soweit, der Höhepunkt des heutigen Abends, unser musikalisches Feuerwerk. Doch bevor wir starten, gestatten Sie mir einige Worte zu diesem Lichterfest. Es ist das 22. Mal, dass mein Kollege und Mitarbeiter Hans-Peter Schmidt, kurz HPS genannt, dieses Lichterfest konzipiert und organisiert hat. Heuer ist es das letzte Mal, denn er wird uns jetzt in die Altersteilzeit verlassen und wir wollen mal sehen, wie wir das nächstes Jahr dann ohne ihn über die Bühne bringen. Er hat dieses Event geprägt und mit immer neuen Ideen dafür gesorgt, dass es interessant bleibt. Deshalb darf ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir, Hans-Peter, bedanken. Und wir haben was Kleines vorbereitet. Ich hoffe jetzt, dass das klappt und unser Feuerwerk, zumindest was den Vorgeschmack angeht und was unsere kleine Überraschung angeht, dann gestartet wird. Also, danke HPS. Danke Hans-Peter Schmidt und einen herzlichen Applaus auch von Ihnen bitte. Ja, meine Damen und Herren, uns freut es natürlich, dass so viele heute Abend wieder gekommen sind und ich darf Ihnen noch eine kleine Überraschung präsentieren. Dank der Unterstützung unseres Feuerwerkers und unserer Audiotechnik werden wir auch morgen Abend nochmal ein musikalisches Feuerwerk starten. Und ich hoffe, dass Sie dann auch alle wieder hier Besucher in unserem Kurpark sind. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit unserem musikalischen Feuerwerk und, so hat es Hans-Peter gewünscht, mit der leichten Kavallerie von Süppé. Vielen Dank für Ihr Kommen, einen schönen Abend und genießen Sie unser musikalisches Feuerwerk. Thank you.
Oberzinker HBS, ich muss sagen, so schön kein Feuerwerk sein. Für mich war es das schönste Feuerwerk, das ich je gesehen habe und für viele von Ihnen sicher auch. Herzlichen Dank an den Vater Walter Zink und seine ganz, ganz tolle Mannschaft, die das sowas von super gemacht haben. Genial, ich sage im Namen von allen ein ganz herzliches Dankeschön. Liebe Gäste, Sie bezahlen 6 Euro Eintritt, aber glauben Sie, jeder Euro wird ins Fest investiert, das ist das Geheimnis der ganzen Geschichte und wir danken Ihnen, dass wir es machen können. Ich freue mich darüber hinaus natürlich, dass die Arbeit honoriert wird. Das wünsche ich Ihnen auch. Das ist eine ganz tolle Sache. Lieben Dank an meinen Chef und Kollegen, Dieter Wohlschläg. Dem übergebe ich jetzt das Mikrofon. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben was Außergewöhnliches erlebt. Ist immer ein bisschen schwierig. Und ich lade Sie nochmals ganz herzlich ein, morgen Abend zu kommen, da wird es etwas moderner. Lassen Sie sich überraschen. Einen schönen Abend und bis auf morgen Abend. Auf Wiedersehen.